Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video haben wir uns mal gedacht, wir werden mal die ganzen Fahrzeuge so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und treten die jetzt mal gegen andere Fahrzeuge an, wie zum Beispiel die aus dem Import- und Export-DLC, also die Spezialfahrzeuge, die wir halt in unserem Spezialfrachtlagerhaus, Fahrzeughaus-Dingens da abspeichern können. Und jetzt haben wir einfach mal verschiedene Fahrzeuge gegeneinander antreten lassen, um einfach zu schauen, wie schließen die denn gegen die anderen Fahrzeuge ab. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir werden dort einige Tests durchführen, und Fraps hat dazu natürlich auch ein Video gemacht. Und der hat natürlich ganz andere Tests dazu genommen. Und da ist wirklich kein einziger gleich, deswegen schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Und dort habe ich Fraps verlinkt und dort könnt ihr mal vorbeischauen und dem auf jeden Fall mal ein Abo da lassen, falls ihr Bock habt. An der Stelle möchte ich mich erstmal bei Keks und Mert bedanken, weil die haben uns bei dem Video geholfen. Und auch deren YouTube-Kanäle sind unten in der Videobeschreibung. Und vor einigen Tagen habe ich ja auch schon mal die ballistische Ausrüstung genauer unter die Lupe genommen, also was sie so aushält und wie man sie zerstören kann und das Ganze. Und falls ihr es noch nicht kennt, das Video habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken und euch das mal anschauen. Ist auf jeden Fall ein richtig gutes Video geworden, wie ich finde. Und dort haben mir wirklich einige danach auf Instagram geschrieben, dass ich noch weitere Tests mit der ballistischen Ausrüstung machen soll. Und da haben mir wirklich mehrere Leute geschrieben, dass ich zum Beispiel das mit dem Ramp Buggy mal versuchen soll oder gegen ein Flugzeug das Ganze mal antreten lassen soll. Und ihr es gerade im Hintergrund auch schon gesehen habt, also das mit dem Ramp Buggy habe ich auf jeden Fall schon getestet. Auf jeden Fall korrekt, dass einfach fast gar nichts passiert. Und ich dachte vielleicht, dass die Ausrüstung vielleicht ein bisschen in den Himmel katapultiert wird, aber das war nicht der Fall so. Und beim zweiten Test haben wir das Ganze mal gegen die Titan antreten lassen, und wir wollten wirklich, dass die Titan wirklich frontal gegen die ballistische Ausrüstung fliegt oder fährt beim Beschleunigen. Hat nicht ganz so funktioniert, man hat mich nur an der Seite so ein bisschen getroffen, aber ich habe es auf jeden Fall super überlebt und habe eigentlich kaum Leben dadurch verloren. Und was danach richtiges Lustiges passiert ist, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, und zwar ein anderer Spieler hat bereits auch die ballistische Ausrüstung angefordert und das Flugzeug ist ja gespawnt, um die Kiste abzuwerfen. Und während Fraps gerade im Steigflug war, also mit der Titan so in die Luft abzuheben, ist er genau mit diesem Flugzeug, was ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, frontal zusammengestoßen und beide Flugzeuge sind explodiert. Der arme Spieler hat natürlich seine ballistische Ausrüstung nicht bekommen und Fraps ist dabei gestorben, was ich auf jeden Fall richtig krass finde, weil man erwartet nicht, dass auf einmal so ein Flugzeug auftaucht. Beim ersten Test, den wir durchgeführt haben, haben wir als allererstes mal probiert, ob der Ramp Buggy überhaupt den Anhänger von der MOC wirklich anheben kann, ob er wirklich unten durchfahren kann, so wie bei den anderen Fahrzeugen, und wie ihr es gerade im Hintergrund seht, war das wirklich super einfach. Da das Ganze mit dem Anhänger ein bisschen langweilig war und so super einfach funktioniert hat, dachten wir einfach mal, wir hauen die Zugmaschine noch davor und gucken, ob wir das immer noch so easy hinbekommen. Und wie ihr seht, der LKW, den haut es wirklich extrem weit nach oben, und hätte ich jetzt selber gar nicht so krass gedacht, weil einfach die MOC nach dem Zug das heftigste Fahrzeug im ganzen Spiel ist. Und mich jetzt bei diesem Test noch beinahe erwischt, aber ich hatte noch Glück, ich bin noch mit dem blauen Auge davongekommen. Wir haben das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive aufgenommen, um euch nochmal deutlich zu zeigen, dass der Ramp Buggy überhaupt gar keine Probleme mit der MOC hat, was mich dann trotzdem sehr verwundert. Und wie ihr seht, wie leicht der Ramp Buggy einfach unter der MOC durchfahren kann. Da der Ramp Buggy damit überhaupt gar keine Probleme hatte, dachten wir uns jetzt einfach mal, wir probieren das Ganze mit dem Phantom Wedge aus. Als allererstes dachten wir uns, ja, wir machen jetzt erstmal so einen Zugmaschinenvergleich, welches denn dieser Fahrzeuge wirklich am schnellsten ist, ob es jetzt der Phantom Wedge ist oder der Howler. Und von der Beschleunigung her ist der Phantom Wedge wirklich extrem besser, aber was die Endgeschwindigkeit am Schluss angeht, ist der Howler wirklich, ja, deutlich besser als der Phantom Wedge. Aber der Vorteil von dem Phantom Wedge, auch wenn irgendwelche Anhänger noch im Weg sind, kommt er da problemlos durch, wo der Howler dann wirklich noch zum Kämpfen hat. Und genau deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, wir werden das Ganze mit dem Phantom Wedge auch noch probieren, gegen den Anhänger, einfach mal zum Schauen, ob es überhaupt schafft. Und auch dieses Fahrzeug hat überhaupt gar keine Probleme gegen den MOC-Anhänger. Nichtsdestotrotz haben wir uns trotzdem mal überlegt, wie schaut das Ganze nochmal aus, wenn die Zugmaschine noch vorne dran ist und wir gegeneinander fahren. Ob der Ramp Buggy da vielleicht besser abschließt oder der Phantom Wedge. Und wie ihr das gerade im Hintergrund sieht, es ist wirklich brutal, wie krass der Phantom Wedge ist. Also dieses Fahrzeug darf man überhaupt gar keinen Fall unterschätzen, weil dieses Fahrzeug ist wirklich so brutal, dass nur nicht mal die MOC wirklich eine Chance dagegen hat, dagegen zu fahren. Und wie ihr seht, die MOC ist wirklich extrem lang in der Luft, fliegt extrem hoch und hat gegen den Phantom Wedge im Fahren so frontal gegeneinander überhaupt gar keine Chance. Wir haben das Ganze nochmal getestet, um euch das aus der anderen Perspektive zu zeigen, und wie ihr seht, der Phantom Wedge geht da wirklich durch die MOC durch wie ein Elefant durch Butter.
Und für die Leute, die das noch nicht wissen oder selber noch nicht ausprobiert haben oder gar keine MOC haben, zeige ich euch jetzt ganz kurz in diesem Beispiel, wie viel die MOC überhaupt aushält. Ich habe jetzt einfach mal das Zeddy-Logo nach unten genommen, damit ihr ganz oben die Raketenwerferanzahl seht, wie viel ich noch habe. Und für die Leute, die es halt immer noch nicht wissen, also die MOC hält wirklich alleine nur die Zugmaschine hält 12 Raketenwerfer aus, beziehungsweise bei der 12. geht sie kaputt und ist wirklich extrem heftig. Und falls ihr euch halt immer gewundert habt, warum ihr die nicht zerstören könnt, also sie hat keinen God-Mode oder so oder ist auch nicht unzerstörbar, aber eine Zugmaschine, die halt 11 Raketen aushält, das ist wirklich überpowered und das ist wirklich extrem heftig. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die richtige MOC ein, also nicht auf die Zugmaschine, sondern wirklich auf die Kommandozentrale und die hält wirklich noch wesentlich mehr aus als diese Zugmaschine alleine. Deswegen ist dieses Fahrzeug so übertrieben überpowered, dass es keinen Vergleich in irgendeinem Spiel gibt, glaube ich. Weil diese MOC hält einfach mal fucking 20 Raketenwerfer aus. Also bei der 20. geht sie dann kaputt, das heißt 19 Raketen hält diese mobile Kommandozentrale aus, wenn man wirklich an die Seite drauf schießt. Es sieht an einer anderen Stelle natürlich ein bisschen anders aus, da braucht man nicht so viele Raketenwerfer, aber wenn man hier von der Seite einfach drauf schießt, braucht ihr einfach 19 Raketenwerfer und sie fährt immer noch und erst bei der 20. geht sie kaputt. Alleine nur als kleine Hintergrundinformation für die Leute, die das halt nicht wissen. Und den nächsten Test, den ich für euch habe, ist auf jeden Fall das Raketenauto gegen das Raketenmotorrad. Also ihr seht auf jeden Fall rechts den Rocket Voltic im Moment und links den Oppressor. Und wir haben jetzt einfach mal getestet, wie ist die Beschleunigung von diesen zwei Fahrzeugen. Und mich hat es wirklich sehr gewundert, also man sieht zwar deutlich, dass der Raketenantrieb von Rocket Voltic wesentlich größer ist als das vom Oppressor, aber der Rocket Voltic ist natürlich auch ein bisschen größer, ein bisschen schwerer als der Oppressor. Und mich hat es wirklich selber überrascht, das Ergebnis. Klar, ich wusste schon, dass natürlich auf den ersten 2-3 Meter der Oppressor wahrscheinlich schneller ist, weil er einfach weniger Gewicht hat. Aber dass am Schluss wirklich der Rocket Voltic so viel schneller ist als der Oppressor, hätte ich wirklich selber nicht für möglich gehalten, weil ich dachte einfach mal, das Motorrad wiegt einfach fast gar nichts, ist windschnittiger und das Ganze hat nicht so viel Luftwiderstand. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, dass der Oppressor wirklich von der Beschleunigung her besser ist als der Rocket Voltic. Klar, der Rocket Voltic hat einen riesen Raketenantrieb, aber es ist natürlich auch schwerer und nicht so windschnittig. War ich trotzdem wirklich extrem überrascht über dieses Ergebnis. Und beim zweiten Test haben wir uns einfach mal überlegt, wie stark ist denn die Turbine überhaupt? Und zwar, wir haben einfach nur, nachdem die Rakete explodiert ist, nur ein einziges Mal L3 gedrückt, um nur den Boost zu aktivieren. Und wie ihr seht, und der Oppressor kommt relativ schnell zum Stehen, während der Rocket Voltic noch viel länger fährt als der Oppressor und auch noch viel weiter kommt. Das heißt, die Turbine vom Rocket Voltic ist wesentlich stärker im Vergleich zum Fahrzeug. Also der Oppressor hat zwar einen kleineren Antrieb, aber ist natürlich auch ein bisschen leichter. Und im dritten Raketenantriebstest haben wir uns einfach mal so eine natürliche Rampe rausgesucht, um einfach mal zu schauen, wie weit fliegen bzw. wie weit springen wir überhaupt, wenn wir den Boost aktivieren. Und beim Oppressor haben wir extra darauf geachtet, dass die Flügel eingeklappt sind, dass der nicht halt irgendwie das ganze Ergebnis verfälscht, indem man einfach noch ein bisschen gleitet, und haben einfach mal L3 gedrückt. Und wie ihr seht, der Oppressor kommt relativ schnell wieder zu Boden, während der Rocket Voltic sich viel länger mit dem Boost in der Luft hält. Aber wie gesagt, sobald der Oppressor halt die Flügel ausgeklappt hätte, dann wäre es natürlich chancenlos gewesen. Aber ich finde es trotzdem krass, wie heftig der Raketenantrieb vom Rocket Voltic ist. Und mein Gefühl hat mir gesagt, dass der Raketenantrieb vom Oppressor wirklich wesentlich besser für das Fahrzeug geeignet ist, wie der Raketenantrieb für den Rocket Voltic. Aber so kann man sich täuschen. So, das war es auf jeden Fall mit dem kurzen Video. Ich wollte euch jetzt nicht zu lange aufhalten, keine 10 Minuten draus machen, weil dann hätte ich wieder doppelt Werbung drauf machen müssen. Und bei der Hitze wollte ich mich und euch natürlich ein bisschen verschonen damit. So, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Und wenn ihr noch mehrere Tests sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein und dann werde ich im nächsten Video darauf eingehen. So, ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus, checkt auf jeden Fall meinen Kollegen Fraps und Keks ab und lasst mir auf jeden Fall schöne Grüße von Merta und ich bin an der Stelle raus. Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.